Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mods. Und letztes Mal haben wir hier aufgehört, die Kugellagerproduktion etwas zu steigern, damit wir mehr grüne Fläschchen rausbekommen. Und nun wollen wir wissen, hat es sich gelohnt? Und so wie es aussieht, schaffen wir es nun in allen Montagemaschinen zu produzieren, was dazu führen sollte, dass wir einiges an grünen Fläschchen rausbekommen. Wie viel genau das ist, machen wir mal. Nein. Mich interessieren die Fläschchen. Die müssen wir erstmal highlighten. Hier die grünen. Da sehen wir, die Produktion ist enorm in die Höhe geschnellt. Und uns fehlen noch ein paar Farben. Sind die so niedrig? Vielleicht haben wir in den letzten 10 Minuten keine davon produziert, dass sie nicht auftauchen. Die roten. Und die hier. Gut. Und wenn wir jetzt hier schauen, da sind wir bei 212 und das Ziel ist 240 und da stehen wieder einige Maschinen, weil dieses Band hier zu langsam ist. Das können wir aber recht einfach beheben, indem wir hier das Band auf gelb updaten. Und wir könnten das sogar auf Rot updaten, wenn wir da unten volle Bänder reinbekommen, dann ist das hier oben immer noch ein rotes Band. Und wir dürfen nicht gleich am Anfang hier schauen, haben wir genügend Durchsatz, denn wenn alle Maschinen stehen und anlaufen und jede sich Material vom Band greift, so dass sie produzieren kann und dass sie etwas auf der Seite hat, so wie hier, das wirft ein bisschen ein falsches Bild. Wir wollen hauptsächlich wissen können, wenn die Maschinen laufen, können sie kontinuierlich produzieren. Und das werden wir rausfinden. Zum kontinuierlich produzieren müssen wir im Prinzip bis hier oben hin kontinuierlich Material geliefert bekommen. Es muss nicht ein volles Band sein, aber im Prinzip, wenn es sich hier oben anstaut, dann haben wir genügend anliegend. Und was wir machen könnten, wir könnten hier noch mit Produktivitätsmodulen hier drin etwas nachhelfen. Die nächste Frage ist, haben wir dann auch genügend Batterien hier am Start, denn hier wird es etwas dünn. Wir brauchen 4 Batterien für 4 Wissenschaftspakete. Müssen wir schauen. Aber ich denke, da könnten wir etwas mehr rausbekommen, wenn wir einfach
hier dieses Band schneller laufen lassen, denn dann produzieren hier mehr Maschinen, weil sie da mehr von dem Lithiumperchlorat bekommen. Und das sollte dann fast für alle Maschinen reichen. Vielleicht können wir hier sogar auf Rot gehen, bis in die Hälfte. Und dann sollte das wirklich für alle Maschinen reichen. Ja, hier stehen wieder welche, weil zu wenig Batterien. Aber ich denke, das sollte es sein für die Grünen. Ich werde da in einer kurzen Weile nochmals drauf schauen, wenn wir quasi unsere Batterieverbesserung da auch wirksam wird bei der Produktion. Aber dann wollen wir mal schauen, Wissenschaftspakete, wo müssen wir noch ran? Die roten haben wir schon mal gepimpt. Möglicherweise produzieren wir bei den Roten einfach nicht mehr, weil wir nicht mehr verbrauchen. Aber ich denke, bei den Blauen und den Violetten, ja, die stauen sich alle zurück. Ja, die von den Blauen, da könnten wir etwas mehr produzieren. Und da braucht es auch noch ein bisschen, bis wir hier wieder ein volles grünes Band haben, sodass alle Labore laufen und alle Labore auch konsumieren. Und dann sollten wir besser sehen, wie viel das wir verbrauchen. Aber ich habe das Gefühl, hier haben wir mit den Gelben ein Problem. Weil kein Kupfer. Kein Kupfer, das könnte an zwei Dingen liegen. Entweder wir hatten hier das Signal zu hoch eingestellt, dass das Band leer lief und wir noch nicht geliefert hatten. Oder, und das ist wahrscheinlicher, dass wir hier oben zu wenig schnell laden. Und ich denke, die Beladung, da können wir mit Stapelgreifarmen, schnelleren Förderbändern und so nachhelfen. Das mache ich mal rasch, bevor wir uns dann anschauen, wie sieht es effektiv mit den grünen Flächen aus. Es sieht zumindest im Moment so aus, als ob wir für die grünen Flächen da sind, wo wir hinwollen. Wenn wir das die letzte Minute anschauen, dann sind wir hier bei 240 unserer Zielgröße. Was notwendig war, war hier noch dieses Band abzudaten, und wir hatten eine Knappheit an Schmiermittel, weil wir zu viel Leichtöl hatten und dadurch wurde kein Schweröl produziert. Nun fehlt es uns an Leichtbauteilen.
Und das könnte eine Spätfolge sein vom Mangel an Kupfer. Nein, Mangel an Plastik. Hier brauchen wir kein Kupfer, hier brauchen wir Aluminium. Gut, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich denke, wir sollten jetzt vielleicht den für Produktivität nachgehen. Das sind die Violetten. Und sehen, wie können wir die da noch boosten. Und Kupfer war effektiv ein Problem. Da musste ich ein paar Bänder updaten. Und ich habe zusätzlich noch eine Schmelze angehängt, die Kupfer direkt produziert. Also nicht den Umweg über Kobaltoxid macht, sondern hier haben wir noch eine Schmelze, die das Erz direkt in Kupfer schmilzt und dann mit hier auf das Band gibt, sodass wir fast zwei rote Bänder rausbekommen und recht schnell einen Zug beladen können. Und zumindest momentan sieht es so aus, als ob wir hier gerade so genug gepuffert haben, und ich hoffe, das wird mehr werden. Aber wo mangelt es denn hier? Das sind die Fabriken. Da mangelt es an Eisen, weil wir da zu wenig Eisen durchbekommen. Und da ziehen wir ein volles Band weg. Und es ist immer noch zu wenig. Ein volles gelbes Band. Und das reicht nicht aus. Gut, vielleicht helfen wir dann hier einfach mit ein bisschen Produktivität aus. Und machen hier ein Update auf ein schnelleres Fließband, so dass das, was wir hier rausbekommen, auch bis hier unten durchgeht. Und das sollte dann hoffentlich helfen. Und hier zu wenig rote Schaltkreise, zu wenig rote Schaltkreise, weil produzieren. Okay, hier haben wir keine Dioden mehr. Okay, wenn wir hier überall Bleibänder haben, sollte vielleicht auch das Untergrundband blau sein. Das könnte doch einen merklichen Effekt auf den Durchsatz haben am Material, wenn wir da durchgehen. Wie sieht es hier denn jetzt so aus? Ja, wir haben hier die Zahnräder, die stauen sich, aber hier dürfte es immer noch etwas mehr sein. Machen wir da einfach mal ein Update auf schnellere Maschinen.
Das braucht natürlich auch einiges an Eisen. Vielleicht müssen wir den Bus hier auf für Eisen auf Rot updaten. Ich werde das mal ein bisschen beobachten und dann werden wir sehen, was die Quintessenz ist. Ja, nach ein paar mehr Upgrades von Bändern und Maschinen und ein bisschen mehr Produktivität, hier haben wir einfach zu wenig Eisen, das durchkommt, selbst mit reduzierter Konsumation hier auf dieser Seite, so dass ich denke, wir sollten die Fließbänder hier für Eisen updaten. Das heißt aber auch, dass wir sicherstellen müssen, dass wir bei der Produktion von Eisen da genügend an den Start bringen. Und wenn ich mir das anschaue, haben wir hier zwei Schmelzen, die aber keine vollen roten Bänder liefern. Das heißt, hier müssen wir vielleicht eine dritte Schmelze ranbringen, so dass wir zumindest zwei rote Bänder hier rausbekommen, um den Zug zu befüllen. Denn selbst wenn der jetzt voll ist, wenn wir mehr Eisen verbrauchen, könnten wir da bald wieder ein ähnliches Problem haben, wie wir es für Kupfer hatten. Gut, ich mache die Updates hier und beim Eisen. Und dann können wir hoffentlich eine Verbesserung von unserer Situation erkennen. Nachdem ich es geschafft habe, hier endlich genügend Eisen an den Start zu bringen, hapert es an den roten Schallkreisen und das ist eine ganz andere Baustelle, denn die kommen von hier unten und da habe ich schon etwas rumgewerkelt, wie ihr sehen könnt. Scharf arbeiten hier nicht alle Maschinen, weil jetzt hapert es daran. Hier können wir beispielsweise das mal so machen und hier Stacking Sorter und das sollte Input und Output etwas optimieren. Wir können das sogar so machen und dann hier ein zweiter, denn wir brauchen ein Holz, ein Harz und dann sollten zumindest all die Maschinen laufen und dann sollten wir hoffentlich auch hier die Input-Materialien bekommen. Aber wir haben hier auf dieser Seite ein paar Maschinen, die ihre Dioden oder Transistoren nicht aufs Band legen können. Drum hier ein Update auf die nächste schnellere Variante. Aber die produzieren wir hier oben und da sehen wir, momentan wird hier der ganze Output hier für die Produktion von der von den hellgrünen oder neongrünen Flatterbändern aufgefressen. Darum denke ich, hier wird es ein Weilchen dauern, aber ich hoffe, mit diesem letzten Update haben wir hier etwas mehr rote Schaltkreise, sodass wir mehr von den
den Lichtbogenöfen produzieren. Wir können zumindest den untersten hier upgraden. Schade, dass wir da keine Produktivitätsmodule mit reinbringen. Aber was soll's? Denn wenn wir jetzt unsere Forschung anschauen, dann sehen wir, uns fehlt die Weltraumforschung und die violetten Flächen. Alles andere liegt an. Und was ich in der Zwischenzeit auch gemacht habe, ist hier wahrscheinlich etwas weiter vorne. Ja. Bis hierhin habe ich auch unser Zinn auf Rot abgedatet, denn das war auch eines der Probleme hier bei dieser Fabrikation, dass sie hier einfach zu wenig Zinn hatten. Und wir haben ein zweites rotes Band mit Kunststoff, Plastik. Und das sollte dazu führen, dass wir hier in all unseren Maschinen Leichtbauteile produzieren können. Und die stellen sich inzwischen zurück. Aber das ist wahrscheinlich, weil wir hier bei den grünen Flächen auch vollgelaufen sind und auf dieser Seite weniger konsumieren. Und ich denke, mit unserem Projekt, dass wir mehr Forschungsfläschchen rausbekommen werden wollen, da sehen wir noch nicht durch. Aber vielleicht ist es an der Zeit, in der nächsten Folge mal etwas anderes anzuschauen. Und dann werden wir irgendwann wieder hier uns diesem Problem zuwenden. Aber das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet auch das nächste Mal wieder zu für mehr Factorio. Also bis dann und tschüss!